Unheim Mainzen zum Stadionflog gegen Greuther Fürth. Und da haben wir den nächsten Heimsieg. Moinsen zum Stadionflog gegen Greuther Fürth. Letztes Spiel war das der geile Auswärtstrip bei Jahn Regensburg. 2:3 gewonnen, natürlich wieder ein Ticken zu niedrig quasi das Ergebnis, weil hätte ich echt mehr Tore machen können. War wieder viel zu eng, im Allgemeinen nur so enge 2-1-Spiele und alles. Keine großen Torabstände oder so, wo man sich im Spiel nochmal sicher fühlen kann, dass das Ding auch heimfährst. Aber es war ein geiler Auswärtstrip. Wenn du an Karten kommst, was ja relativ schwer ist, dem Auswärtskontingent geschuldet in den meisten Stadien der zweiten Liga, ist das absolut geil. Und jetzt haben wir Greuther Fürth vor der Brust. 50.000 locken die wieder an. Es kommt der vierte Platz. Letzte Saison war noch nicht so stark dabei, glaube ich. Ich glaube, 14. 15. I don't know. Diese Saison sind relativ gut dabei, aber von denen auch noch nicht viel gesehen, spielerisch, und sogar nicht bewerten, ob sie wirklich gut sind oder ob es einfach dem geschuldet ist, dass wir halt noch wenig Spiele haben und deswegen jeder mit 2-3 Siegen schon relativ weit oben ist. Aber es kommt tabellarisch ein guter Gegner. Trotzdem, Prognose, wir müssen das Ding schlicht und ergreifend gewinnen. Wir dürfen diesen Erstplatz da oben nicht mehr nehmen lassen. Nachdem St. Pauli uns gute Schützenhilfe gegeben hat am Montag mit dem Sieg gegen Hamburg im Derby, haben wir jetzt, glaube ich, einen Punkt Abstand auf Hamburg, wenn ich richtig bin. Und den dürfen wir uns einfach nicht mehr nehmen lassen. Best-Case-Szenario, wir bleiben ganze Saison quasi auf diesem Platz 1 jetzt noch hängen bis zum Ende und steigen wieder auf. So wird es aber vermutlich sowieso nicht sein. Jede Mannschaft bricht irgendwann mal ein, es wird mich wundern. Wir sind auch in der zweiten Liga damals irgendwann mal eingebrochen in Richtung Ende der Hinrunde. Hauptsache wir steigen auf, wie gesagt, ich glaube der Satz von Beginn an, Hauptsache wir steigen auf, ab 1-2 ist mir da wirklich relativ egal, auch wenn diese Meisterfeier echt geil war und wir auch passenderweise das letzte Spiel ein Heimspiel ist. Aber, um bei der Prognose hier zu bleiben, Sieg 2-1 oder so, dieser typische Heimsieg haben wir bisher gegen Hannover, Pauli und Bochum immer 2-1 gewonnen zu Hause. Kann aber heute auch gern mal wieder einfach was Eindeutiges sein. Jetzt nimmt diesen guten Schwung mit einfach und jetzt gibt es einfach mal ein 3-0 oder sowas. Weil ich glaube, Fürth ist gut gestartet, ist auch bestimmt vom Kader und so kein schlechtes Team. Für mich wird aber Bielefeld nächste Woche die schwere Aufgabe auswärts. Die sind ja auch gut gestartet, haben heute Wien Wiesbaden. Also werden die vermutlich auch auf ihrer guten Punktzahl bleiben und immer noch Konkurrent sein quasi zum jetzigen Stand. Das wird, glaube ich, schwerer als jetzt zu Hause Fürth, wenn die einigen Fans wieder pushen. Und ich glaube, Fürth ist auf jeden Fall schlagbar. Bei uns zu Hause alle Fälle mit unserem Kader ist sowieso jeder Kader oder jede gegnerische Mannschaft in der zweiten Liga schlagbar, wenn man das mal ganz, ganz objektiv betrachtet. Und dann viel Spaß mit diesem Vlog. Yeah.
Und da haben wir den nächsten Heimsieg. Gehen wir das Spiel durch, Spielverlauf und so. Und allgemein betrachtet war es einfach wirklich kein gutes Spiel. Bei der zweiten Hälfte fand ich es von uns offensiv echt relativ schwach, muss man leider sagen. Da fiel es 2-0 echt relativ aus dem Nichts. Aber halt zu einem perfekten Zeitpunkt und in Top-Mannschaft-Manier, wie man es bei den Bayern und sowas kennt. Fürth hätte auch gut und gerne hier wirklich einen Punkt mitnehmen können, hätten die ein bisschen mehr Glück im Abschluss gehabt. Aber so ist es, kann man zurück aus unserer VfB-Sicht aus sagen. So ist es und zum Glück haben wir uns diesen Heimsieg mitgenommen. 2-0, wir bleiben an der Tabellenspitze. Das ist erstmal ziemlich geil. Genau, dieses 1-0 nach 2 Minuten, wie in Champions-League-Final-Manier, wo Liverpool auch schon relativ früh gegen Tottenham in Führung geraten ist und da einfach danach das Spiel quasi tot war, so war es bei uns auch. Und tatsächlich auch das 2-0 von Liverpool kam auch relativ spät vor dem Ende, wie bei uns, relativ ähnlicher Spielverlauf. Fürth hatte, wie gesagt, ein bisschen Pech in Richtung Abschluss, Pfosten, Latte und sowas. Dafür hatten sie ein bisschen mehr Glück, meines Erachtens nach, was so Schiedsrichterentscheidungen angeht, auf jeden Fall. Weil für mich ist das auf jeden Fall ein Handelfmeter. Habt euch irgendwo oben eingeblendet bestimmt. Das ist für mich ein Handelfmeter. Streckt die Hand raus wie so ein Torwart. Nach heutiger Handregelung ist das schlicht und greifend Elfmeter. Hätte es auch schon früher 2-0 stehen können. Und die Szene mit Gonzales, wo er da gefühlt gesandwicht wird an der Ecke da. So sah es zumindest von meiner Sicht aus. Und so sah es auch nochmal in der Zone-Zusammenfassung aus. Das ist eindeutig für mich. Oder das heißt eindeutig, aber auf jeden Fall ist das eine debattierbare Aktion, wo ich auf jeden Fall auch gut und gerne rot zeigen würde, weil der Typ, Ball ist weg, Szene ist glaube ich auch sogar schon fast abgepfiffen oder ist schon abgepfiffen und der Dab da ohne irgendeine Rücksicht oder Verluste tritt er auf dem volle Lotte ins Schienbein rein. Ich habe vorhin Konferenz geschaut, was der Polter dann Leverkusen für eine rote Karte nach Videobeweis bekommen hat, also gelb in rot umgewandelt, dann ist das schlicht und greifend eine rote Karte, ganz einfach. Aber das mal weg betrachtet, haben wir auf jeden Fall jetzt den nächsten Heimsieg gefeiert, da weiterhin 4 Spiele, 4 Siege, sehr, sehr geil. Genau, gehen wir zu Best Hair oder Best Hair Spieler. Da hat mir jetzt wirklich keiner irgendwie besonders krass gut gefallen, aber ich nehme da jetzt schlicht und greifend einmal mal den Förster raus, auf jeden Fall, weil der eigentlich eine grundsolide Leistung gebracht hat, fand ich. Und der hat vor allem, deswegen nehme ich ihn auch, in seinem Heimdebüt die erste Kiste für uns geschossen. Sehr, sehr geil. Freut mich für den Kerl. Dann kommen wir zur Tabelle. Spitzenreiter immer noch. Das sollten wir uns auch natürlich im Best-Case-Szenario bis zum Saisonende nicht mehr nehmen lassen. Das wäre natürlich richtig geil. Nächste Woche in Bielefeld. Das wird ein richtig interessantes und geiles Spiel vermutlich. Die haben jetzt in Wiesbaden, glaube ich, 5-2 gewonnen. Auch wenn natürlich Wiesbaden Aufsteiger und bei denen läuft es echt scheiße. Weiß nicht, wie weit das man das Spiel da gewichten kann. Aber nächste Woche in Bielefeld, Freitagabend, wird echt ein enges Ding. Stand jetzt ist es Platz 2 gegen Platz 1, Bielefeld gegen uns. Hamburg könnte morgen noch mit einem Sieg gegen Aue auf Platz 2 rutschen und Bielefeld auf Platz 3 runterschieben. Dann wäre es ja Platz 3 gegen 1. Auf jeden Fall wäre es ein richtig interessantes Spiel. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube wirklich, so stand jetzt mal das Spiel, wo ich denken würde, yo, mit einem Punkt bin ich tatsächlich mal zufrieden dort. Aber werden wir sehen, wie es da so läuft. Dann haben wir die Woche drauf. Das heißt schon gegen wen Wiesbaden, was auf dem Blatt dann wahrscheinlich relativ easy aussieht, aber ich glaube, genau solche Spiele können richtig, richtig böse werden. Dann bedanke ich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.